Der Weihnachtsmarkt in Bad Kissingen hat durchgestartet. Endlich ohne Corona-Auflagen und die Leute kommen. Man merkt, das soziale Umfeld im Weihnachtsmarktgeschehen hat den Menschen gefehlt in Bad Kissingen. Und wir treffen sie auch wieder, die Aussteller, mit ihren positiven Einstellungen, die sie jetzt zum Markt natürlich haben können. Dazu gehört auch Conny. Conny haben wir hier getroffen in Bad Kissingen, ein Porträtmaler. Ja, ich bin schon durchgestartet, habe auch viele Aufträge daheim und hier hoffe ich und wünsche ich mir, dass ich viele Leute zeichnen kann. Die Arbeit als solches, wie lange machst du das schon? Das mache ich schon 40 Jahre, Porträtzeichnen. Und glückliche Gesichter gemalt, alles in Ordnung? Viele glückliche Gesichter gemalt, ja. Viele Erinnerungen für dich an die Menschen? Ja, ich freue mich schon, wenn ich manche Kopien sehe, wo ich aufgehoben habe, was ich schon alles gezeichnet habe, welche Leute ich schon gezeichnet habe. Kommen da auch manche wieder, wenn sie 20 Jahre älter sind? Ja, kommen auch, habe ich auch schon erlebt. Natürlich haben wir auch Conny mal über die Schulter geschaut. Wir Porträtzeichnen. Ein tolles Erlebnis für mich und die Dame war glücklich. Sie war dabei und sie wurde ein Star, da wir sie auch gefilmt haben. Wir fragen Sie mal, wie zufrieden bist du mit dem Bild? Also der Conny, der versteht was von seinem Beruf. Ich erkenne mich auf meinem Porträt schon wieder. Also super macht er das. Kann man nur weiterempfehlen.